Der Human Design Typ ist aber wiederum nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Human Design Chart und die Komplexität der Chart geht. Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge im Sternstaub-Stunden-Podcast. Ich freue mich ganz riesig, jetzt heute mit dir hier diese Zeit zu verbringen und gemeinsam mit dir tiefer in dein Human Design Experiment einzutauchen. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt für einige der nächsten Folgen hier im Sternstaub-Stunden-Podcast und möchte gerne gemeinsam mit dir in einige Vorurteile rund um Human Design eintauchen, die mal betrachten und vielleicht auch so ein bisschen mit denen aufräumen, beziehungsweise einfach mal schauen, was ist eigentlich dahinter, woher kommt es vielleicht und hat dieses Vorurteil wirklich Bestand, möchte da einfach mal so meine Einsichten mit dir teilen und hoffe, dass du daraus einfach was mitnehmen kannst. Ganz egal, wo du jetzt auch gerade auf deiner Human Design Reise stehst, vielleicht bist du noch ganz am Anfang und hast vielleicht selber einige dieser Vorurteile und das ist völlig in Ordnung. Das gehört zu unserer Reise dazu und es sind tatsächlich auch einige Gedanken, die ich zu Beginn meines Human Design Experiments immer wieder hatte oder die mir natürlich auch in Ausbildungsteilnehmern begegnen oder aber auch es sind Vorurteile, mit denen man selber konfrontiert wird von anderen Leuten, wenn man beginnt, das Human Design Experiment zu leben, wenn man vielleicht voller Begeisterung anfängt, darüber zu teilen im Umfeld oder auf Social Media oder vielleicht auch beginnt, damit zu arbeiten, dass man auf einmal merkt, oh, da kommen aber vielleicht doch einige Vorurteile hoch. Und jetzt nicht mal Vorurteile, die vielleicht sehr, sehr abwertend sind, sondern die meist auch aus einer gewissen Art von Unwissenheit resultieren können oder einfach auch daher, dass Menschen vielleicht sich einfach noch nicht so tief damit auseinandergesetzt haben. Und es ist einfach so, dass Human Design jetzt in den letzten Jahren bekannter geworden ist. Viele Menschen mittlerweile mit dem Begriff was anfangen können, also jetzt auch aus nicht mal nur aus der, ich sage mal, spirituellen Ecke oder aus der Astro-Ecke oder Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ist mittlerweile einfach ein Begriff, wo einige Leute schon so ähnlich wie, ja, Astrologie ist einfach jedem bekannt. Da steht Human Design noch nicht. Aber ich denke, es wird in den nächsten Jahren auch noch bekannter werden. Das heißt, auch diese Vorurteile werden uns auch in der Zukunft immer wieder begegnen. Und wie gesagt, manchmal kommt es dadurch, dass dann vielleicht nur so ein oberflächliches Wissen da ist, fehlt es manchmal an der Tiefe für das Verständnis. Und ja, so kommen mir und wahrscheinlich dir als Human Design Fan oder auch als Human Design Coach auch immer wieder diese Vorurteile entgegen. Und heute möchte ich diese neue Solo-Miniserie, das heißt, wir werden diese Zeit hier, so wie ich es jetzt gerade geplant habe, immer zu zweit miteinander verbringen. Und ich sitze hier vor meinem Mikro und habe mir so ein paar Vorurteile schon überlegt. Und heute möchte ich mit dir starten mit einem der häufigsten Vorurteile. Und zwar dem Vorurteil, Human Design steckt mich in eine Schublade. Hilfe! Human Design möchte mich in eine der 5 Kategorien vielleicht einteilen oder oh nee, ich fühle mich da total eingeengt und absolut nicht drin gesehen. Es ist wie eine neue Schublade, die aufgeht und für mich ist es an der Zeit, dass wir dieses Vorurteil mal genauer unter die Lupe nehmen und gemeinsam entdecken, was vielleicht dahinter liegt und was diese vermeintliche Schublade eigentlich so ist, wovor die Leute sich vielleicht fürchten oder die sie vielleicht auch ablehnen. Für die meisten Menschen ist ja der erste Kontaktpunkt mit dem Human Design System der Human Design Typ. Und der Human Design Typ, wir unterscheiden ja im Human Design erstmal 5 unterschiedliche Typen. Und der Human Design Typ ist aber wiederum nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Human Design Chart und die Komplexität der Chart geht. Wenn wir uns einen Eisberg vorstellen, wissen wir ja, wir sehen wirklich nur den geringsten, kleinsten Anteil oben über der Wasseroberfläche und der ist wichtig, dass wir den sehen. Aber unterhalb der Oberfläche, wenn wir einmal uns erlauben,
unten einzutauchen und dann sehen wir mal, was da für eine Riesenmenge noch an Eis und an Masse quasi dranhängt und was da für eine Tiefe ist, für eine Komplexität einfach noch ist, die wir so aber gar nicht sehen können, wenn wir nicht bereit sind, unter die Wasseroberfläche zu gehen. Und so ist dieser Typ quasi diese Spitze des Eisbergs und ist, wenn man jetzt im Human Design technischen quasi guckt, ist der Typ eine Art Zusammenfassung oder auch Synergie der gesamten Energien deiner Chart. Die fließen im Typen zusammen. Das heißt, der Typ ist immer, bricht die Komplexität deiner gesamten Human Design Chart herunter, guckt sich ja gewisse Elemente an und kann damit dann wiederum sagen, das ist so die Grundlage, wie deine Energie fließt und wie du aber wiederum auch mit dieser Energie in die Umsetzung, in die Handlung kommen kannst. Und da hat der Typ ja immer die Strategie verbunden. Das heißt, obwohl es ja quasi nur die Spitze des Eisbergs ist, gibt der Typ uns ja schon so viel praktische Anwendung, um mit dem Wissen des Human Designs bereits in die Umsetzung zu kommen, ohne dass wir den gesamten Eisberg unter der Wasseroberfläche komplett verstehen müssen. Und so ist auch der Typ letztendlich ja erst resultiert. Das heißt, der Typ war gar nicht bereits ganz am Anfang des Human Design Systems mit am Start und ist gar nicht so bereits so diese erste Grundüberlieferung. Wir haben ja diese Komplexität, dass wir ja 4 uralte Systeme und Weisheiten haben, die zusammenfließen im Human Design, die unglaublich schwer sind, teilweise auch zu greifen. Und somit ist der Typ resultiert daraus, dass das Wissen des Human Design Systems nach draußen getragen wurde und immer wieder gemerkt wurde, es ist für Menschen einfach viel zu komplex, die gesamten Zusammenhänge der Chart verstehen zu müssen, um mit dem Wissen in die Anwendung zu kommen. Und deswegen ist es ja logisch zu sagen, okay, wie, ne, jetzt erstmal aus der logischen Perspektive, das ganze Wissen wurde ja auch dann noch gechannelt und auch quasi von einer höheren Macht übermittelt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja quasi hilfreich, eine Art Zusammenfassung zu haben, ohne zu sagen, ne, du musst jetzt die gesamten 10.000 Seiten gefühlt lesen oder die Monate der Zeit investieren, um das System zu studieren, um davon zu profitieren. Weil letztendlich ist Human Design ja auch wichtig, dass man es zugänglich macht für sehr, sehr viele Menschen, weil es einfach sehr bestärkend ist, wenn wir bereits wieder den Typ und die Strategie verstehen. Aber der Typ für mich vielleicht als anderes Symbol ist jetzt nicht nur die Spitze des Eisbergs, sondern es ist eigentlich auch eine Einladung, durch eine Art Tür zu gehen, wie so ein Portal. Und wenn wir durch dieses Portal gehen, haben wir die Möglichkeit, entweder einfach mit dem Wissen des Typs und der Strategie zu leben und dadurch schon gewisse Veränderungen zu merken, oder es ist das Portal in die weiteren Tiefen des Human Designs, dass wir merken, oh ja, jetzt bin ich spüre schon, meine Strategie verändert was, aber was ist noch mit meinen Centern, was ist mit meinen Kanälen, was ist mit meinen Toren, wie drückt sich die Gesamtheit meiner Chart aus? Und letztendlich kommt es immer wieder zurück, dass wir immer wieder verstehen, das Portal ist ganz wichtig, durch das wir gehen, das heißt, Typ und Strategie sind wichtig, aber es ist ganz sicher nicht alles im Human Design. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir auch anfangen, Menschen mit Human Design bekannt zu machen, sei es über Social Media, in Podcasts, in Büchern, so eine Art Einstieg quasi zu bilden, dann ist es ja einfach super hilfreich, auch zu sagen, hier ist was, was du schon handfest mitnehmen kannst, womit du experimentieren kannst und auch schon mehr in die Selbstbestimmung gehen kannst, um zu gucken, ist Human Design überhaupt etwas für mich? Ist es was, womit ich auch weiter in den Prozess gehen möchte? So, das heißt, damit sind die Typen einfach sehr, sehr präsent geworden in der Kommunikation des Human Design Systems. Einfach dadurch, dass sie uns auch immer wieder, auch wenn wir unser Experiment starten, dieses Portal bieten, aber einfach auch die Möglichkeit geben, sehr viele Menschen auf einmal zu erreichen. Denn wenn ich jetzt sehr spezifisch über den Mars in Tor 63 spreche oder über einen Kanal spreche, dann spreche ich ja wieder nur eine sehr, sehr geringe Anzahl der Menschen an. Nicht alle können sich damit identifizieren. Plus, oft ist das Bewusstsein einfach noch nicht so weit, was dieses Wissen quasi mit uns machen kann. Weil wiederum auch Typ und Strategie ja dafür dienen, dass wir wieder mehr ins Fühlen kommen, dass wir wieder mehr in Kontakt mit unserer feinstofflichen Energie kommen und raus aus dem Verstand. Wenn wir versuchen, wir sind noch komplett verkopft, wir sind komplett im Verstand und versuchen, die Tiefe eines Tores zum Beispiel zu greifen und zu verstehen, heißt es ja noch lange nicht, okay, vielleicht können wir es verstehen, aber dass wir es wirklich leben können oder dass wir es spüren in unserem Leben. Und da ist ja die Strategie gemeinsam mit der Autorität einfach unglaublich wichtig. Ich glaube, erstmal das im Hinterkopf zu haben, Typ
und auch damit zusammenhängend Strategie sind erstmal nur eine Zusammenfassung der Energien, die es ermöglichen, das Wissen des Human Designs zugänglich zu machen, ins Experiment zu holen, aber auch für möglichst viele Menschen erreichbar zu machen. Dafür ist es auch wieder für mich, was mir immer hilft, wenn ich das so durchdenke, das Ganze, Human Design steckt mich in eine Schublade, stimmt das jetzt überhaupt? Im gewissen Sinne kann es vielleicht erstmal stimmen. Ne? Und das ist natürlich dann auch wieder der Knackpunkt, wo viele Menschen mit vielleicht auch kämpfen oder ein Thema mit haben, dass sie vielleicht gerade angefangen haben, sich selbst in ihrer Individualität mehr zu entdecken, rauszufinden, wer sie eigentlich sein wollen, vielleicht aus gewissen Schubladen der Gesellschaft. Wir sind ja so gewohnt, auch in Schubladen gesteckt zu werden, ja. In welche Klasse kommen wir, welchen Schulzweig nehmen wir, welche Note bekommen wir, welchen Job haben wir, welche Rolle nehmen wir in der Gesellschaft ein. Ne? Das sind alles ja auch wieder Schubladen, in die wir gesteckt werden, die ja niemals unsere gesamte Tiefe ergründen können. Und dann fangen wir vielleicht an, aus diesen Schubladen auszubrechen und auf einmal wollen wir vielleicht ein System wie Human Design nutzen, um unsere Tiefe zu verstehen, und dann kommen quasi die neuen Schubladen. Aber in der Art und Weise helfen uns ja diese Schubladen auch erstmal wieder, weil wir ja, wenn wir immer alles in der gesamten Tiefe ergründen müssten, komplett überfordert auch damit wären und gar nicht die Möglichkeit hätten. Ich glaube, unser Verstand ist auch einfach ein bisschen so gepolt, in einer gewissen Art und Weise Dinge einzuordnen. Und Dinge einordnen zu können, hilft uns ja auch wieder nicht so ein, wie zu Hause, wenn wir Sachen wieder in Schubladen packen, anstatt dass alles auf dem Boden verteilt ist und darum liegt, es ist in der richtigen Schublade gut aufgehoben. Und genauso ist es auch letztendlich mit uns und unserer Energie, wenn wir verstehen, dass die Schublade letztendlich dafür da ist, dass sie uns auch erstmal dient und die Schublade aber vielleicht eine Secret Door, also eine Hintertür hat, wo eine gesamte neue Welt wieder ist, so ein bisschen wie Narnia, ja. Wir kommen dann auf einmal durch so ein, eine Tür und da ist was ganz, ganz Neues und noch was viel Tieferes. Dann können wir auch wieder lernen, diese Schublade vielleicht anzunehmen und zu ehren. Und letztendlich ist es ja nicht nur im Human Design so, weil oft ist das vielleicht beim Human Design dieses Vorurteil sehr präsent ist, aber vielleicht, wenn wir jetzt auch mal an die Systeme denken, aus denen Human Design auch wieder schöpft, aus denen es quasi besteht, haben wir als Beispiel auch die Astrologie. Und da ist es ja auch wieder so, dass wir vielleicht im ersten Sinne erstmal verstehen, wir haben 12 Tierkreiszeichen und wir haben vielleicht ein Sonnenzeichen von diesen 12. Da haben wir erstmal nicht 5 Schubladen, sondern 12, hört sich erstmal mehr an. Nichtsdestotrotz ist es ja eine Schublade und dann können wir uns entweder damit identifizieren, ne? Ich bin jetzt Sonnenzeichen oder eine Sternzeichen Löwe. Ist da eine starke Identifikation mit da, ja oder nein? Und dann können wir entweder sagen, oh nee, Astrologie steckt mich in eine Schublade, das ist nichts für mich. Oder wir können anfangen, uns damit auseinanderzusetzen und erkennen dann dadurch, dass Astrologie eigentlich auch gar keine eine Schublade ist, sondern dass die gesamte astrologische Chart aus unglaublich vielen Planeten und Planetenpunkten besteht, dass wir da neben dem Sonnenzeichen ja noch sehr präsent das Mondzeichen, den Aszendenten haben, dass wir aber auch noch Mars, Venus, Merkur, Pluto, Uranus, Saturn und so weiter und so fort haben, dass wir im Hintergrund auch noch das Häusersystem haben, was ja auch noch als Ebene für mich so eine große Rolle spielt. Und wo dann, wenn wir die Tiefe allein unseres Sonnenzeichens vielleicht verstehen, in welchem Zeichen steht es, in welchem Haus steht es, aber auch welche Korrelation sozusagen geht es ein mit den anderen Planeten. Was sagt das wieder für mich aus? Und dann noch, wie gesagt, Mond und Aszendent. Ohne dass wir jetzt vielleicht alle anderen Planeten in der Tiefe verstehen, können wir schon mal erkennen, okay, ja, irgendwie ist es vielleicht erstmal eine Schublade, aber auch hier liegt ja wieder viel mehr dahinter und es ist eine sehr individuelle Schublade. Und genauso haben wir auch beim Human Design, haben wir ja nicht nur den Typen, sondern wenn wir wiederum verstehen, der Typ ist die Zusammenfassung und das hinter dem Typen letztendlich 26 Planetenaktivierungen und Planetenpunkte sozusagen liegen, die zum Zeitpunkt unserer Geburt berechnet werden, die wiederum in einer Möglichkeit von 64 Toren stehen, die Tore aber auch wieder aufgeteilt werden in Linien, in Farben, in Töne, in Basen, wo sich auf der minütlichen Ebene wiederum was verändert, dass diese 26 Planetenpunkte dann wiederum sich treffen in Kanälen, dass diese Kanäle wiederum eine Aktivierung in unserer Chart auslösen, die wiederum zum Typen führen, ist es ja was ganz anderes als, okay, ich sag jetzt einfach mal, du gehörst hierzu und das war's. Das heißt,
Ich finde, um Menschen einen Einblick zu geben, ist es wichtig zu sagen, ja, der Typ ist vielleicht erstmal eine Art Schublade und ich verstehe, dass du das auch so siehst und dass du dich vielleicht davon auch nicht komplett abgeholt fühlst, weil es ist auch erstmal nur dein Entry Point, dein Einstiegspunkt ins Human Design. Und wir können die Typen erstmal auf einer gewissen Art und Weise verallgemeinern. Aber wir haben ja auch hier schon im Podcast in der Tiefe entdeckt, dass es zum Beispiel so ist, dass ja kein Projektor wie ein anderer Projektor ist. Wir haben so viele unterschiedliche Projektoren oder wir so viele unterschiedliche Generatoren, Reflektoren. Also jeder Typ ist in seiner Energie eine Zusammenfassung, aber jeder Mensch ist da nochmal unglaublich individuell. Es unterscheidet sich enorm, was in der Komplexität der Chart eigentlich los ist. Und letztendlich, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt diese 26 Planetenpunkte, von denen ich gerade gesprochen habe, und gehen all die möglichen Kombinationen ein, die resultieren können daraus, dass diese 26 Punkte zum Zeitpunkt unserer Geburt, ja, auf der einen Seite die ersten, die 13 sind zum Zeitpunkt unserer Geburt, die anderen 13 werden 3 Monate vor unserer Geburt quasi rückwärts berechnet. Aber dass wir diese 26 Punkte nehmen, allein aus denen entstehen, also aus diesen Möglichkeiten entstehen mehr als 2 Milliarden unterschiedliche Human Design Charts. Also 2 Milliarden Human Design Charts, nicht 5 Typen. Und die 5 Typen sind der Eingang dazu, um die Tiefe der Chart zu verstehen. Und nichtsdestotrotz ist es auch, wenn wir immer wieder in die Tiefe gehen, hilfreich, auch mal wieder raus zu zoomen und sich mit dem Typen und der eigenen Strategie auseinanderzusetzen, weil die Strategie uns immer wieder ermöglicht, ne, wie dieser Schlüssel, wie diese Tür, die uns ermöglicht, diese Tiefe unserer individuellen Chart eigentlich ins reale Leben auch zu holen. Und das ist für mich das Wichtigste der Typen, dass dadurch, dass wir so eine Zusammenfassung der Energien haben und dieses Energieflusses, woraus die Strategie entsteht, dass wir erkennen können, wie können wir selber am besten mit dem Leben interagieren, aber auch wenn wir verstehen, was unser Partner, unsere Kinder, unsere Kollegen, unsere beste Freundin, unser bester Freund für einen Typ und für eine Strategie sind, dass wir auch wieder die Interaktion schon unglaublich stark verstehen können und uns somit natürlich auch das bereits hilft, wenn man jetzt sich aber vorstellt, man müsste vielleicht für jeden Menschen in seinem Leben die komplette Chart in der Tiefe verstehen, wie gesagt, Mars hier, Merkur da, Uranus steht da, das Center definiert, das undefiniert. Das ist natürlich spannend, wenn du daran Interesse hast, darin einzutauchen, keine Frage. Aber damit machen es uns die Typen in erster Linie erstmal einfacher. Und nichtsdestotrotz ist es absolut keine Schublade, weil Human Design dich über die Strategie einlädt, raus aus allen anderen Schubladen auch zu gehen, in die du dich vielleicht bereits gesteckt hast, dich in einem neuen Licht zu sehen und durch diese Schublade eine andere Tiefe auch wiederum zu erreichen. Und wenn du jetzt Lust hast, deine ganz persönliche Human Design Chart in der Tiefe zu verstehen oder auch die Human Design Chart deiner Liebsten zu ergründen und raus aus diesem Schubladendenken zu gehen, sondern wirklich in die Individualität, in die Tiefe einzutauchen, dann lade ich dich jetzt ganz, ganz, ganz herzlich ein, dich für die Warteliste des kosmischen Kompasses einzutragen. Der kosmische Kompass ist dein schriftliches Holistic Human Design Reading und Coaching. Meine Worte zu deiner Chart direkt an dich in dein Postfach. Auf über 100 Seiten nehme ich dich wirklich mit in die Tiefen deiner individuellen Human Design Chart und gemeinsam ergründen wir natürlich auch dieses Portal des Typen und der Strategie. Wir gucken, wie kannst du wirklich damit in die Umsetzung kommen. Wir gucken uns an, wie du starke Entscheidungen für dich und deinen Lebensweg treffen kannst, was dein Profil für dich aussagt, für deinen Lebensweg, aber auch über deine Persönlichkeit und deine Art und Weise mit dem Leben umzugehen, für dich bereithält. Wir entdecken deine Center-Aktivierung und wie du jedes Center in seiner Kraft für dich und dein Human Design Experiment und dein Leben natürlich nutzen kannst und schauen uns auch an, welchen Energiefluss, welche Kanäle, aber auch welches Lebensthema du mitbringst und wie du da wirklich in deine Kraft und Energie kommen kannst. Und der kosmische Kompass ist mein absolutes Herzensprojekt gerade und ich würde mich riesig, riesig freuen, dich mit meinen Worten begleiten zu dürfen. Der kosmische Kompass enthält nicht nur informative Texte zu deiner persönlichen Human Design Chart, sondern ich
achte auch darauf, dass du Impulse mit an die Hand bekommst, Tipps mit an die Hand bekommst, wie du in die Energie wirklich reinspüren kannst, wie du die Energie verkörpern kannst und damit natürlich auch in die Umsetzung kommen kannst, weil genau darum geht es ja im Human Design, dass wir nicht das Wissen im Kopf lassen oder in einem Text verpackt lassen, sondern dass wir wirklich lernen, was bedeutet es, meine eigene Human Design Energie zu verkörpern, zu leben und damit selbstbestimmt wirklich das Leben zu kreieren, für das ich hier bin. Und der kosmische Kompass ist jetzt im März 2023 das erste Mal an den Start gegangen. Innerhalb von 5 Minuten war von der Warteliste waren unsere ersten 111 schriftlichen Readings ausgebucht. Und wir haben uns jetzt überlegt, die ersten 111 fließen jetzt gerade nach draußen, nach 8 Wochen wirklich intensiver Arbeit. Und wir haben uns überlegt, wir würden jetzt gerne im Mai 2023 die Anmeldung für den kosmischen Kompass erneut öffnen. Das Ganze geht aber nur über die Warteliste. Das heißt, wenn du jetzt dein schriftliches Holistic Human Design Reading und Coaching von mir an dich bestellen möchtest, dann trag dich über den Link in der Podcast-Beschreibung direkt für die Warteliste ein. Da bekommst du alle Infos und kannst dann auch am 24. Mai tatsächlich deinen kosmischen Kompass bestellen. Markier dir den 24. Mai am besten auch schon mal in deinem Kalender. Du bekommst aber auch alle Infos nochmal von mir und meinem Team direkt in dein Postfach. Ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig, dich wirklich mit meinen Worten begleiten zu dürfen und dich zu bestärken, deine Individualität voll und ganz auszuleben. Und wenn du bereit bist, noch einen Schritt weiter zu gehen und du sagst, du möchtest das Human Design System wirklich in der Tiefe ergründen, verstehen, selber erklären können und für deine eigene Transformation nutzen, aber auch mit dem Wissen rund um die Human Design Chart andere Menschen in ihrer Transformation bestärken, ganz egal ob in deinem Umfeld, in deiner Familie oder auch im beruflichen Kontext, dann habe ich jetzt ganz, ganz spannende Neuigkeiten für dich, denn die nächste Runde der Holistic Human Design Coaching Ausbildung steht vor der Tür. In wenigen Wochen öffnet die Anmeldung zur Ausbildung erneut und ich kann es kaum erwarten, wieder in diese Tiefen der Chart mit einer wundervollen Gruppe an Menschen einzutauchen. Die Holistic Human Design Coaching Ausbildung ist die erste alternative und holistische, das heißt ganzheitliche Ausbildung rund um Human Design in Deutschland. Vor jetzt über 3 Jahren ist sie das erste Mal an den Start gegangen und mittlerweile durfte ich im Rahmen der Ausbildung bereits über 800 Menschen auf ihrer Reise mit Human Design begleiten. Menschen, die heute das Wissen rund um das Human Design System nach draußen tragen, wirklich damit einen großen, großen Unterschied machen. Menschen, die aus den verschiedensten wirklich Bereichen kommen und das Wissen, wie gesagt, auch auf beruflicher Ebene nach draußen tragen als Holistic Human Design Coach, Readings, Mentorings und Coachings anbieten oder aber auch das Wissen in ihrem bestehenden Beruf integrieren. Und da haben wir auch schon ganz, ganz spannende Menschen mit dabei gehabt aus allen Berufsfeldern, sei es wirklich mehr aus dem Business-Kontext, Human Resources, sei es aus dem Gesundheitsbereich, Arbeit mit Kindern. Also da gibt es wirklich, dem ist sind keine Grenzen gesetzt. Human Design ist einfach so unglaublich vielseitig und ich weiß, dass wenn du jetzt hier bist im Podcast, dass du auch weißt, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir Human Design in ganz, ganz viele Lebensbereiche einbringen, integrieren können, weil wir einfach ja individuell, aber auch kollektiv so davon profitieren können. Deswegen ist die Ausbildung auch bis jetzt, wenn ich alleine daran denke, wie Human Design nach draußen getragen wird und durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Welt getragen wird, dann erfüllt es mein Herz jedes Mal mit so, so viel Dankbarkeit und ich kann es kaum erwarten, mit einer neuen Runde zu starten und mit wundervollen Teilnehmern wirklich einzutauchen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du jetzt auch in die Podcast-Beschreibung gehen und dich über den Link in der Podcast-Beschreibung in die Warteliste eintragen. Du findest auch schon ganz, ganz viele Infos und Feedbacks, Testimonials, Inhalte zur Ausbildung auf meiner Website, wenn du auf www.allabouthumandesign.de gehst. Unter Ausbildung Holistic Human Design Coaching Ausbildung findest du direkt alle Module, alle Sachen im Überblick, was dich erwartet. Du kannst dich auch hier in die Warteliste eintragen und bekommst dann einfach von mir eine E-Mail als Reminder, wenn es soweit ist und die Tore öffnen.
und es wieder soweit ist und wir gemeinsam wirklich die Tiefen des Human Designs Systems ergründen. Und ich hoffe, dass du dann auch mit dem Wissen, oder ich weiß, dass du mit dem Wissen der Ausbildung auf jeden Fall auch diesen Mythos basten kannst, dass Human Design eine Schublade ist, sondern wirklich da in jedem Modul tiefer in die Chart eintauchst und die Komplexität für dich und aber auch für alle anderen Menschen entschlüsseln kannst. Jetzt bleibt mir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer danke, 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 dass ich in diesem Podcast an deiner Seite sein darf. Danke, dass ich dich vielleicht im kosmischen Kompass begleiten darf, vielleicht im Rahmen der Holistic Human Design Coaching Ausbildung an deiner Seite sein darf. Ich bin auf jeden Fall unglaublich dankbar, dass du bereit bist, in deine Tiefen, deiner Energie einzutauchen und dich auf dein Human Design Experiment einlässt. Vergiss dabei niemals, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Alles Liebe, deine Steffi.